Wir wissen, im Leben geht's nicht immer glatt und eben. Und wir spüren das auch. Aber manchmal haben wir in so einer Situation keinen Plan, wie es gehen könnte. Brauchst du einen Plan? Dann bleib jetzt einfach dran. Der erste Schritt, wenn ich etwas verändern und verbessern möchte in meinem Leben, ist natürlich logischerweise immer eine Bestandsaufnahme. Und genau das wollen wir jetzt zu Beginn machen. Halte möglicherweise dieses Video kurz an und hol dir Zettel und einen Stift dazu. So, und wenn du jetzt Zettel und Stift hast, dann bitte ich dich erstmal dir eine Zehner-Skala, ich glaube, man sieht das, aufzumalen. Ganz easy, ist ja kein Hexenwerk. Halte ruhig das Video noch einmal an, geh kurz in dich und frage dich, wie zufrieden bin ich im Moment mit meinem Leben, so wie es ist. Null ist Katastrophe, aber ich hoffe mal, so schlimm wird es nicht sein, sonst würdest du nicht hier sitzen und dir ein Video anschauen. Und 10 wäre bombastisch. Es gibt überhaupt nichts zu verändern. Also wenn du bei 9 oder 10 bist, ja, dann kannst du gleich wegklicken, dann wirst du dieses Video nicht benötigen. Wichtiger ist es für dich, wenn du niedriger liegst. Also alles, was so zwischen, ich sag mal, 3 und 8 so liegt. 8, da gibt es auch noch Potenzial. Allerdings gehört das schon in den ziemlich oberen Bereich. Ganz allgemein, Glücksgefühl. Wie fühlt es sich für dich gerade an? Mach einfach dein Kreuz. So, der erste Schritt ist getan. Jetzt kommt der zweite Schritt, nämlich das Ganze genauer unter die Lupe nehmen. Um welchen Lebensbereich geht es denn vor allen Dingen, damit es dir insgesamt besser geht? Aus Seminaren und Coachings weiß ich, dass dabei ganz viele Bereiche eine Rolle spielen. Du siehst die hier oben: Partnerschaft, Gesundheit, Familie, Freunde, Finanzen, Berufung, Selbstliebe und so weiter. Und hier siehst du es auch noch mal deutlicher. Das sind jedenfalls die Bereiche, die mir Teilnehmer und Coaches immer wieder gesagt haben. Natürlich kann es sein, dass du noch den einen oder anderen Lebensbereich zusätzlich im Köcher hast, der dir ebenfalls noch besonders wichtig ist. Dann musst du den natürlich mit dazu nehmen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Male dir einfach, ob du das in Form einer Blume machst, so wie ich das hier gemacht habe, oder aber einfach nur Linien ziehst, an die du die entsprechenden Lebensbereiche, die für dich wichtig sind, dran schreibst, ist egal. Vollkommen egal ist hier die Form. Wichtig ist, dass es die Lebensbereiche sind, die für dich eine Rolle spielen im Leben. Wenn du dir möglicherweise noch etwas unschlüssig darüber bist, ob diese Lebensbereiche genau es sind oder ob noch weitere hinzukommen und wenn ja, welche, dann empfehle ich dir, irgendwie in eine meditative Tätigkeit zu gehen. Das kannst du ja nach dem Schauen dieses Videos machen und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Also geh raus in die Natur. Geh spazieren, geh an einen Fluss, schau auf ein sonstiges fließendes Gewässer oder mach solche meditativen Tätigkeiten wie bügeln, Rasenmähen, Holz hacken, Abwasch oder ähnliches. Dabei kann man die Gedanken auch gut kreisen lassen und mach den nächsten Schritt, den ich dir jetzt gleich zeige, erst danach. So, jetzt schauen wir uns den nächsten Schritt an. Du hast vielleicht schon erkannt, dass hier, Gott, das ist so schwierig, wenn man das über die Kamera macht, dass ich hier so wie Strahlen dran gemacht habe mit einer Skala
von 0 bis 10. Also so ähnlich wie diese 10er-Skala, die du gleich zu Anfang gemacht hast. So, und jetzt gehe in dich und frage dich zu den einzelnen Lebensbereichen, wo stehe ich? Ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme mal als Beispiel Partnerschaft hier. Partnerschaft, nimm nur mal an, es ist für dich ein wichtiger Lebensbereich, den du besetzen möchtest. Partnerschaft kann heißen, ich bin in einer Beziehung. Partnerschaft kann auch heißen, ich entscheide mich bewusst als Single zu leben. Oder aber, das ist so, ich bin gerade raus aus einer Partnerschaft vor gar nicht allzu langer Zeit und erstmal möchte ich Single sein. Angenommen, du möchtest gern in einer guten, tollen, liebevollen Beziehung leben, hast aber im Moment gerade keine, dann würdest du dort an der Stelle eben nahe der Null, also nur eins zum Beispiel, ankreuzen. Bist du in einer Partnerschaft, die Potenzial hat, aber im Moment nicht ganz zufriedenstellend ist, dann mache eben hier oben bei der 7 oder 6 ein Kreuz. Und wenn du diese Kreuze auf jedem Strahl zu jedem der Lebensbereiche, wichtig ist, zu jedem der Lebensbereiche, die dir wichtig sind, ein Kreuz gemacht hast, dann kommt der nächste Schritt. Du verbindest diese Kreuze miteinander. Und dann entsteht daraus ein Rad, was rund läuft oder eben auch nicht. Du hast sofort ein Bild vor deinem Auge, ein glasklares und siehst, an welchem Bereich, hier ist es der Bereich Partnerschaft, wo ich dran drehen müsste. Das ist hier allerdings nur ein Beispiel, ja, damit es in meinem Leben wieder runder läuft und ich mich insgesamt wohler fühle, glücklicher fühle und ich dann am Ende meines Prozesses, eben wo ich zum Beispiel bei der 5 oder 6 mich eingeordnet hatte, dann auf die 7 komme. Wenn du Klarheit darüber hast, an welcher Stelle dein Lebensrad nicht ganz rund läuft, sondern Ecken und Kanten hat, dann ist vielleicht für dich ein guter nächster Schritt, dir die Tipps, die ich zu jedem der Lebensbereiche in Form eines kleinen Reports, der kostenlos zur Verfügung stelle, herunterzuladen. Also unten drunter, unterhalb dieses Videos, ist dieser Report verlinkt. Lad ihn dir herunter. Du bekommst zu jedem der Lebensbereiche ein, zwei Tipps. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, ich plane dazu einen kleinen Online-Kurs. Wenn es soweit ist, dann lasse ich dich das Ganze wissen. Also, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mitzumachen. Ich bedanke mich fürs Schauen des Videos. Freue mich über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen und genützt hat. Und freue mich natürlich auch über deine Kommentare und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video. Hab eine gute Zeit. Nutze die Erkenntnisse aus dem, was du dir aufgeschrieben hast. Tschüss.